In meinen Beratungsgesprächen kommt immer wieder die Frage auf, welche Aufgaben Industrieroboter überhaupt in kleinen und mittelständischen Betrieben sinnvoll übernehmen können. In diesem Video erfährst du, wo Roboter in kleinen Unternehmen aktuell erfolgreich eingesetzt werden. Viel Spaß! Hallo Leute, mein Name ist Werner Hampel. Ich arbeite seit 30 Jahren mit Robotern und habe schon in allen möglichen Branchen und Betrieben Roboter installiert und programmiert. Ich habe also gesehen, was alles möglich ist, und das Schöne ist ja, dass die Möglichkeiten immer mehr erweitert werden. Mit neuen Entwicklungen in der Robotik, zum Beispiel im Bereich der kollaborierenden Roboter. Heute möchte ich euch zeigen, wo ihr Roboter in eurem Betrieb überall einsetzen könnt. Ein Problem, das ich sehr oft höre, ist, dass Unternehmer keine Angestellten mehr für unliebsame Arbeiten finden. Immer weniger Leute haben Lust auf Aufgaben wie Schleifen, Handhaben, Teile in Maschinen legen, fräsen, entgraten, schweißen und so weiter. Das ist ja logisch. Das sind Aufgaben, die entweder eintönig oder auch gefährlich sind. Vor allem auf Dauer. Und das Gute ist ja an Robotern, dass sie für solche Aufgaben gebaut sind, damit sie diese Aufgaben übernehmen können. Ich habe es ja schon oft in meinen Videos von diesen monotonen Aufgaben gesprochen, welche Roboter übernehmen. Heute schauen wir also mal konkret an, was das denn für Aufgaben sind. Der erste große Einsatzbereich für Roboter ist das Zerspanen. Also alles, wo man irgendwelche Teile in Form bringt, egal ob das Schleifen, Fräsen, Bohren, Drehen, Feilen, Sägen, Entgraten ist und so weiter. Da sieht man also das große Beispiel in der Automobilindustrie. Da werden solche Aufgaben beinahe zu 100% automatisiert. Aber auch in kleinen Betrieben werden solche Aufgaben immer öfter von Robotern übernommen. Zum Beispiel hatte ich vor kurzem einen Kunden, der sich einen gebrauchten Yaskawa Motorman-Roboter zugelegt hat. Der hat vorne eine Hochleistungsspindel dran gebaut und ein innovatives Entgratwerkzeug und setzt diesen Roboter jetzt erfolgreich in seiner Produktion ein. Also der macht irgendwelche auch Teile für die Automobilindustrie, ist der Zulieferer. Der Kostenpunkt dafür war so um die 50.000 Euro. So eine Investition, die amortisiert sich relativ schnell. Wir rechnen jetzt einfach mal so, in 12 Monaten wird sich das gerechnet haben. Danach verdient der Roboter Geld und entlastet natürlich auch die Mitarbeiter. Kannst du dir vorstellen, den ganzen Tag mit dem Entgratwerkzeug, mit der Brille hier und die Gussteile, diese Splitter und so, am besten noch mit Mundschutz arbeiten. Das ist eine sehr belastende Arbeit. Wenn du da hunderte von solchen Stücken am Tag produzierst, da ist ein Roboter natürlich ideal. Ich habe aber auch schon Roboter gesehen, die zum Beispiel, ja, Schweine zersägen. Das ist auch sicherlich kein Job, der gerne von Menschen erledigt wird. Also die Schweine werden praktisch in Hälften geteilt, alles zurechtgeschnitten mit Kameras, künstlicher Intelligenz und so erkannt, wo denn die entsprechenden Teile sind. Das ist nichts, wo sich die Menschen drum reißen, außer du heißt Hannibal Lecter. Aber viele Anfragen erhalte ich natürlich auch von Künstlern, die zu irgendwelche Holz- und Kunststoffskulpturen mit Hilfe von Robotern erstellen möchten. Also sowas ist natürlich möglich, aber es muss da auch ein bisschen technisches Know-how beim Unternehmer da sein und die Bereitschaft zur Weiterbildung eben mitgebracht werden. In unserer Online-Roboter-Akademie zeige ich dir übrigens die Grundlagen der Roboterprogrammierung ganz bequem von zu Hause aus. Klick dazu auf den zweiten Link in der Videobeschreibung. Der zweite Bereich, in dem Roboter schon sehr lange erfolgreich eingesetzt werden, ist alles um das Heben und Greifen. Also zum Beispiel das Entladen von Maschinen, Teile von A nach B bringen und so weiter. Das ist also das klassische Pick and Place. Und hier stehen einem wirklich alle Möglichkeiten offen. Von kleinsten Schrauben bis hin zu ganzen Autos. Es gibt die verschiedensten Arten von Greifern, groß, klein, elektrisch, pneumatisch und so weiter. Es gibt Industrieroboter, die bis zu 2,5 Tonnen heben können. Und es gibt Roboter, die auf kleinste Teile und hohe Zykluszeiten spezialisiert sind. Und für alles dazwischen gibt es natürlich auch noch was. Roboter haben hier zwei Vorteile. Erstens können sie mehr handhaben und zwar auch ohne Gesundheitsfolgen. Zumindest, wenn ein Roboter gewartet wird.
Das heißt, ein Roboter kann auch schwere Lasten bewältigen, ohne dass er Probleme mit dem Rücken oder den Bandscheiben bekommt, so wie es bei uns Menschen ist. Vor allem, wenn wir das oft mehrmals und oft hintereinander machen müssen. Roboter können natürlich auch schwerere Lasten heben als wir. Und ich zum Beispiel kann nicht so einfach ein Auto von A nach B tragen. Ein Industrieroboter schon. Und der zweite Vorteil, Roboter sind schneller, egal ob sie kleine oder große Teile heben. Schwere Teile transportiert der Roboter mühelos und bei kleinen Teilen schafft der Roboter Taktzeiten, die für uns Menschen nicht möglich sind. Außerdem sind Roboter viel präziser als Menschen. Wenn ein Roboter ein Teil immer wieder an eine bestimmte Stelle bringen soll, dann macht er das, je nach Modell, auf ein Hundertstel Millimeter genau und beim ersten Mal genauso wie am tausendsten Mal im Tag. Auch für die Palettierung sind Roboter hervorragend geeignet. Beispiele, die ich jetzt zum Beispiel mit Roboter gesehen habe, es war beim Glühlampenhersteller haben wir einfach aus einer Produktionslinie an Roboter eine Lampe, eine nach der anderen, 24/7, von einem Band in das nächste gehoben. Da war früher ein Mensch gestanden, kannst du dir vorstellen, das ist nicht zu prickeln. Zack, 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 zack. Macht er jetzt wirklich durchgängig. Mit viel guter Wartung funktioniert das auch ganz gut. Aber auch Dreh- oder Fräsmaschinenbestückungen mit einer Rohteil- und einer Fertigteilpalette kannst du sehr gut mit einem Roboter automatisieren. Du fütterst den Roboter mit neuen Teilen, nimmst dann die Fertigteilpalette weg und hast dann einen super Workflow. Vor allem, wenn du in den Feierabend gehst, produziert dein Roboter noch fertig weiter und du kommst in die Früh rein, hast wieder deine fertigen Teile. Also Dreh-, Fräsmaschinenbestückung. Es gibt ja auch wirklich Palettensysteme, wo ich eine komplette Schicht mit einem Roboter 8 Stunden erledigen kann. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr wirtschaftlich. Dann habe ich noch so ein Beispiel. Zum Beispiel habe ich mal in einem Sägewerk einen Roboter installiert. Sind die Bretter reingekommen, es wurde mit so einer Nagelmaschine Europalette genagelt und danach ist der Roboter gekommen und hat dann große Stapel gebaut und man ist dann mit dem Stapler reingefahren, hat diese großen Stapel eben in die Lastwägen reingehoben, wo sie dann zum Kunden rausgegangen sind. Und das ist Aufstapeln, ist natürlich auch eine sehr schwere Arbeit. Das geht uns sehr schnell ins Kreuz. Wir Menschen werden davon krank, wenn wir diese Arbeiten immer wieder erledigen müssen. Ein klassischer Fall für einen Industrieroboter. Die Genauigkeit und Schnelligkeit von Robotern sind ja aber auch zum Beispiel beim Fügen wichtig und Verbinden. Also ein weiterer großer Einsatzbereich von Robotern ist. Dazu gehören zum Beispiel Aufgaben wie Verschrauben, Nageln, Schweißen, Kleben oder auch Löten. Vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, naja, ich habe ja nicht diese Stückzahlen, wo sich das lohnen würde. Aber hier muss man wirklich mal 2 Dinge ganz besonders beachten. Erstens geht es nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität. Und die verbessert sich durch den Einsatz von Robotern, weil diese genauer sind. Und zweitens kommen hier jetzt zum Beispiel auch die neuen Cobots ins Spiel. Da kann der Roboter ja auch verschiedene Aufgaben erledigen. Und ich erwähne deswegen Cobots, weil die halt auch leichter umzuprogrammieren sind und sicherer für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden wie klassische Industrieroboter. Zum Beispiel kann ich jetzt so einen Cobot, ja, wie wir da hinten einen haben, ja nehmen und kann dem die Aufgabe zeigen. Was natürlich sehr leicht ist, weil ich brauche dann einfach auch keine Programmierkenntnisse. Aber es gibt ja auch schon innovative Tools für klassische Industrieroboter, zum Beispiel den TracePen von Wandelbots oder TwinTrack von Robotikay, habe ich euch ja schon vorgestellt hier im Kanal. Oder es gibt zum Beispiel hier für diesen KUKA-Roboter so ein Tool, das heißt Ready to Pilot, wo ich mit dieser 6D-Maus, die am Programmiergerät dran ist, den Roboter ganz einfach führen kann und kann ihm so ohne Programmierkenntnisse seine Aufgabe zeigen. Das ist ja auch so ein klassischer Prozess hier mit dem Schweißbrenner. Da kannst du Industrieroboter ideal einsetzen. Dieses mehrlagige Schweißen, das ist für Mitarbeiter sehr, sehr, sehr anstrengend. Und du findest einfach
so sagen mir das meine Beratungskunden, keine Leute mehr, die diese Aufgabe machen wollen. Und du brauchst da sehr zuverlässige, gute Fachkräfte. Und die setzt du dann aber da ein, um einfach das i-Tüpfelchen drauf zu machen. Aber diese Routinearbeiten, diese schweren, eintönigen Arbeiten, die lässt du von einem Industrieroboter erledigen. Das ist natürlich das Ideale. Übrigens, diese leicht zu programmierenden Sachen für Industrieroboter oder für die Cobots, das gilt natürlich auch für die vorher genannten Beispiele hier im Video. Okay, das war jetzt so eine grobe Übersicht über die allgemeinen Aufgabenfelder, die wir Roboter in kleinen Unternehmen übernehmen können. Also nochmal eine kurze Zusammenfassung. Roboter können zum Beispiel beim Zerspanen eingesetzt werden, so wie Bohren, Schleifen, Fräsen. Habe ich viele, viele Anfragen dafür, irgendwelche Kleinteile fräsen. Ja, das machst du nicht den ganzen Tag. Dann setzt du Roboter ein, wenn du irgendwie eintönige Sachen greifen und heben musst, ob das schwere Teile sind, ob das viele Teile sind. Da irgendwas zum Transportieren von irgendwelchen Teilen, da nimmst du dir einen Industrieroboter, gut ausgelegt natürlich, ja, dass der ein bisschen Reserven hat, dass du ihn flexibel einsetzen kannst. Holst du einen Greiferhersteller zum Beispiel ins Haus, der dir die optimale Greiferlösung anbietet, zum Beispiel Schunk oder Zimmer. Und dann kannst du sehr gut Handlingsaufgaben erledigen. Tipp, so wenn du Fräs- oder Drehmaschine bestücken willst, nimm dafür eine Palettenfunktion her. Und du kannst eben wunderbar eine ganze Schicht vielleicht sogar, wenn du das willst, abarbeiten mit einem Roboter. Dann nehmen wir das natürlich auch noch her, um irgendwas zu fügen, also diese ganzen Schweiß-, Klee-, Blödprozesse, aber auch Nageln habe ich schon gesehen, also kommt eine Nagelmaschine vorne auf den Roboter drauf. Dafür kannst du das optimal einsetzen oder du kannst auch Roboter herzunehmen, um lackieren oder polieren. Ja, also auch so Werkzeugplatten kann man mit einem Roboter hervorragend nachpolieren. Das ist für einen Menschen sehr, sehr, sehr anstrengende Aufgabe. Und da sind eben Roboter, die fühlen können, tatsächlich sehr effektiv einzusetzen. Grundsätzlich können Roboter also sehr gut für alle Aufgaben eingesetzt werden, die im Handwerk so anfallen. Natürlich ist es sinnvoll, sie für seine eigene spezifische Aufgabe nochmal zu informieren. Wenn du dir überlegst, also einen Roboter bei dir im Betrieb einzusetzen, du dir aber nicht so sicher bist, ob du irgendwie, wie du die Automatisierung angehen sollst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir zu vereinbaren. Klick dafür auf den dritten Link unten in der Videobeschreibung. Und wir sprechen darüber, wie du eventuell Roboter in deinem Betrieb einsetzen kannst. Dieses Video ist übrigens in Kooperation mit Kollege Roboter entstanden, also kollegeroboter.de. Schau unbedingt mal auf der Seite vorbei, da gibt es noch mehr Beiträge zu diesem Thema und auch noch mehr Beispiele eben von erfolgreichen Integrationen von Robotern ins Handwerk. Ihr könnt dort auch nochmal die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten nachlesen, die ich hier heute erwähnt habe. Klickt dafür an den ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr schon Roboter in eurem Handwerksbetrieb einsetzt oder wenn ihr überlegt, einen einzusetzen, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, von euren Erfahrungen zu lesen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, wenn du interessiert bist an Industrieroboter-Themen weiterhin und aktiviere die Glocke, damit du keines unserer zeitnahen Videos verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Werner.